Viele Autofahrer kennen das. Man lenkt ein und plötzlich quietscht es im Auto. Dieses Geräusch kann irritierend sein, ist aber oft kein Grund zur Sorge. Die Ursachen sind vielfältig, aber meist nicht schwerwiegend. Das Quietschen beim Lenken kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Häufig sind es Verschleißerscheinungen, die das Geräusch hervorrufen. Zu den häufigsten Ursachen gehören Probleme mit dem Keilriemen, den Radlagern oder den Bremsen. Diese Komponenten sind bei der Lenkbewegung stark beansprucht. Ein häufiges Problem ist der Keilriemen, der erste Verschleißerscheinungen zeigt. Durch die Beanspruchung der Servolenkung kann der Riemen belastet werden und quietschen. Ein abgeschabter, loser oder gerissener Keilriemen kann das Geräusch verursachen. Überprüfen Sie den Riemen in der Nähe des Motors. Eine weitere Ursache kann ein defektes Radlager sein. Wenn Fett aus dem Radlager austritt, kann dies auf eine kaputte Schelle oder ein beschädigtes Lager hinweisen. Um dies zu überprüfen, müssen die Reifen abmontiert werden. Eine braune, schmierige Substanz ist ein Indiz. Probleme mit den Bremsen sind ebenfalls möglich. Wenn der Schwimmsattel lose sitzt, kann ein schabendes Geräusch entstehen. Da Bremsen sicherheitsrelevant sind, sollten Sie hier keine Selbstdiagnose stellen, sondern eine Werkstatt aufsuchen. Je nach Ursache können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen, wie das Wechseln eines Keilriemens. Bei komplexeren Problemen, insbesondere mit den Bremsen, sollten Sie einen Profi konsultieren. Finden Sie die Ursache nicht, fahren Sie zur Werkstatt, um den Schaden abklären zu lassen.